Das hier lebt fast sicher auch bei dir. Ich zeig dir mal, was es macht, während du schläfst und nichts davon mitbekommst. Glaub bloß nicht, du würdest alleine in deiner Wohnung leben. Mit dir unter einem Dach leben haufenweise kleine Kreaturen. Und zwar unabhängig davon, wie sauber du deine Wohnung hältst. Das hier sind zum Beispiel Hausstaubmilben. Sie kommen in fast jedem Haushalt vor. Besonders wohl fühlen sie sich in deinem Bett. Denn dort verbringst du einen beachtlichen Teil deiner Lebenszeit. Und die Hausstaubmilben, naja, die ernähren sich von dir bzw. von den Hautschuppen, die du verlierst. Und sie verrichten ihr großes Geschäft unter anderem auf deinem Kopfkissen, also genau dort, wo du dein Gesicht drauflegst. Aber keine Sorge, abgesehen davon, dass es ein bisschen eklig ist, hat es normalerweise keine schlimmen Auswirkungen. Warum aber nur normalerweise? Weil es eben in seltenen Fällen trotzdem Auswirkungen hat. Das werde ich aber in einem anderen Video mal genauer erklären. Eine weitere Tiergruppe, die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit mit dir unter einem Dach lebt, sind diese Springschwänze. Sie sind winzig klein. Die meisten von ihnen werden nicht einmal 1 mm groß. Auch sie ernähren sich von allen möglichen Resten, die Mensch und Tier im Haushalt hinterlassen. Und auch die Springschwänze sind harmlos. Ein großer Feind der Springschwänze ist der Bücherskorpion, der ihnen lautlos hinterherjagt und einen Springschwanz nach den anderen aussaugt. Auch der Bücherskorpion kann mit dir unter einem Dach leben, ohne dass du es merkst. Gefährlich ist er für dich nicht, außer du bist ein Springschwanz. Dann solltest du dich vor ihm in Acht nehmen. Aber dann würdest du wahrscheinlich dieses Video nicht schauen oder zumindest würdest du es nicht verstehen. Und alles, was ich sage, hätte sowieso keine Relevanz für dich. Ach ja, und da wären dann auch noch die Spinnen. Ja, ja, auch von den Spinnen gibt es einige bei dir. Sie gehören zu den größten heimlichen Mitbewohnern des Menschen. Groß genug, um mit freiem Auge leicht erkannt zu werden, sind auch die Tiere, um die es in diesem Video geht. Die Zygentoma oder auch Fischchen genannt. Diese Tiere sind Meister darin, sich zu verstecken. Sie mögen kein Licht. Deshalb wirst du sie tagsüber, wenn überhaupt, nur durch Zufall entdecken. Erst in der Nacht, wenn alle Lichter ausgehen und wir uns schlafen legen, kommen sie zum Vorschein. Zygentoma bewohnen unseren Planeten schon seit mehr als 300 Millionen Jahren. Das heißt, diese Tierchen waren bereits vor den Dinosauriern da. Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, könnte man sagen, dass eigentlich nicht sie in unsere Welt kommen, wenn sie in unsere Häuser hereinkommen, sondern wir sind in ihre Welt gekommen. Ziemlich merkwürdig ist die Art und Weise, wie sie sich fortpflanzen. Zuerst laufen sich Männchen und Weibchen gegenseitig hinterher. Bis zu dem Zeitpunkt sind wir ja noch gar nicht mal so verschieden. Aber jetzt kommen die Unterschiede. Das Männchen baut ein Gespinst und gibt dort ein Samenpaket ab. Dieses Samenpaket nennt man auch Spermatophore. Danach bringt es das Weibchen dazu, über diese Spermatophore drüber zu laufen und diese in sich aufzunehmen. Ich stelle mir das gerade so umständlich vor, wenn das bei uns Menschen auch so laufen würde. Eine sehr wichtige Sache solltest du dir über diese Tiere unbedingt merken. Zygentoma lieben Zucker, daher nennt man sie oft auch Zuckergäste. Lass deinen Zucker im Haushalt also nicht offen herumstehen, sonst wirst du unter Umständen Zygentoma in deinem Zucker haben, die sich dann daran laben, wenn du weg bist oder auch während du hier bist. Übrigens ist der vorhin genannte Bücherskorpion auch ein Todfeind der Zygentoma. Obwohl er eigentlich viel kleiner ist, tötet er ein Fischchen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und auch vor den Spinnen müssen sich die Zygentoma in Acht nehmen. Und wenn du jetzt denkst, ach, ich halte meine Wohnung einfach so sauber, dass die Tiere bei mir nichts zum Fressen finden. Ganz einfach, vergiss es. Zygentoma können monatelang ohne Nahrung auskommen. So wenig, wie sie zum Überleben brauchen, kannst du gar nicht bereitstellen. Du wirst sie nicht aushungern können, die werden immer irgendetwas finden, okay? So, und jetzt kommen wir zu den wichtigsten Fragen überhaupt. Sind diese Tiere schlimm? Können sie Schäden verursachen? Oder sind sie vielleicht sogar gefährlich? Alles klar, also. Zygentoma ernähren sich von allem Möglichen, was sie finden können. Papier, Baumwolle, Seide, Hautschuppen und Haare. Wenn sie in großen Mengen auftreten, können sie tatsächlich Schäden verursachen. Aber sie ernähren sich auch von Schimmelpilzen und von den gefürchteten Hausstaubmilben, die bei Menschen heftige Allergien auslösen können. In ihrer Gesamtheit gelten sie deswegen nicht als Schädlinge, sondern vielmehr noch als Nützlinge. Eine Bekämpfung ist somit nicht erforderlich. Insekten im Haus sind normalerweise weniger problematisch als wir
uns immer vorstellen, außer wenn sie in unsere Lebensmittel gelangen. Ich hatte mal plötzlich giftige Insekten in meinem Kaffee und habe das auch alles noch getrunken. Wenn du wissen willst, was dann passiert ist und wie so etwas überhaupt passieren kann, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis dann.